Tü-rü. Und damit herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Lucky Wars. Das ist ein Spielmodus, da versucht man so ein bisschen herumzuspringen und am Schluss gibt es dann immer, also inzwischen diesen Sachen gibt es immer solche Blöcke. Die muss man abbauen, dann kriegt man nämlich coole Items. Mit diesen Items, die spart man sich auf, weil man muss ja immer weiter springen und wenn man jemand das Ziel erreicht hat, dann gibt es kurz darauf das Finale, das Deathmatch. Da kämpft jeder gegen jeden und jeder versucht halt sein Equipment so gut wie möglich zu benutzen. Es gibt ziemlich coole Items, die machen irgendwelche Effekte und bla bla bla. Ist ziemlich praktisch, finde ich. Vorhin habe ich eine Runde gehabt, dort waren wir am Schluss nur noch zu zweit und die Runde wollte ich dann ehrlich gesagt nicht nehmen, weil das war dann doch ein bisschen, ja, sehr komisch. Ich würde sagen, wir geben hier jetzt unser Bestes und versuchen einfach diese Runde zu gewinnen. Sehr schöne Brustplatte, die ist wichtig. Öfters finde ich einfach Runden, wo ich so genau gar keine Brustplatte bekomme und dann ist das ziemlich ärgerlich. Ich weiß nicht, wir haben Slowness bekommen. Ob das jetzt so gut ist damit? Ne, wir sind jetzt auch hinuntergeflogen. Nein, verschwind, du böses Schneemann. Du böses Schneemann, das war jetzt kein Deutsch, also verpisst mich nicht bei eurem Deutschlehrer, sonst kriege ich ein kleines Problem. Ich hoffe, ich habe fast alles gesagt zu dem Spielmodus. Ich glaube schon. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch andere Spielmodi wünscht. Ich weiß, es haben sich manche das Egg Wars gewünscht, aber das Problem mit Egg Wars ist, das gibt es irgendwie hier nicht mehr auf diesem Server. Also ich habe es nicht gefunden. Jo, dann schaue ich heute nur mal nach. Das kann man doch nicht sein. Was ist denn das? Oh, es gibt's ja doch. Jo, dann gibt's nächste Woche irgendwann einmal eine Runde Egg Wars. Verdammt, ich habe meine Hose weggeworfen. Ach, das ist ja ärgerlich. Mich ärgert es gerade, dass ich die Hose runtergeschmissen habe. Oh Mann, das ist halt so typisch Finno. Der wirft immer seine Sachen einfach weg und danach ärgert es sich eben, dass er im Deathmatch dann verliert, weil er kein Equipment hat. Das liegt meistens einfach daran, weil ich alles wegwerfe. Verdammt, das ist ein Riese. Tschüss, Riese. So. Oh Gott, das ist auch noch ein Zombie. Weg mit dir. Das sind andere zu weit vorne. Das ist schon krass. Ich hoffe, dass wir dann trotzdem gutes Equip haben, sodass wir vielleicht trotzdem gewinnen könnten. Weil diejenigen, die erste werden, die kriegen schon teilweise sehr, sehr, sehr starke Items. Mich würde es auch noch interessieren, was spielt ihr eigentlich so viel Spielmodi? Spielt ihr nur Sky Wars, nur Bad Wars? Habe ich Bad Wars Spieler in meiner Community? Würde mich einfach mal interessieren. Oh, ein kleiner Fino. Aber dem sein Schwert brauche ich nicht. Dann springen wir lieber normal weiter. Die anderen sind deutlich besser und das ist schon wieder im Ziel. Wie? Krass. Okay, Leute, wir haben ein kleines Problem. Die sind alle schon im Ziel. Und ich sitze hier und habe fast gar nichts. Das ist nur ein Goldschwert. Okay, der hat einen Dornen-Dings. Das merke ich daran, weil ich so viel Schaden bekomme. Oder das waren seine Hunde, da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist schon, auf jeden Fall herzlich willkommen im Deathmatch sozusagen. Hey, du, na. Sehr schön, den haben wir. Aber wir haben bald kein Schwert mehr. Was ist denn das? Okay, wir haben Schwäche bekommen. Okay, den haben wir aber auch noch bekommen, obwohl der so viel stärkeres Equipment hat. Ich habe Angst, dass wir am Schluss kein Schwert mehr haben. Wir müssen irgendwen töten, der vielleicht ein Schwert für uns hätte. Das wäre echt klug. Okay, den haben wir. Sehr schön. Der hat sehr starkes Equipment gehabt. Und dann haben wir auch ein Schwert. Sehr, 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 sehr schön. So. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt auf Spielersuche. Der Kill war jetzt sehr wichtig. Weil der hat mir echt gutes Zeug gebracht. Und den dürften wir mit ein bisschen Glück auch bekommen. Aber der rennt gerade weg. Da bleiben wir lieber auch ein bisschen hinten. Also ich spiele jetzt ein bisschen safe. Weil der wird gleich wiederkommen. Genau, habe ich doch gesagt, dass er wiederkommt. So, er brennt auf jeden Fall oder irgend sowas. Da können wir vielleicht auch mal jetzt uns was einmischen. Das hat er zum Glück nicht getroffen. Und der Turn da. Das hat er jetzt gut gemacht, aber wir geben ihm sehr gute Hits. Ja, den haben wir. Sehr schön. Ich glaube, wir haben auch ein besseres Schwert. Ja, sehr schön.
Die Runde gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Aber das Deathmatch ist jetzt schon eine ziemlich starke Nummer. Ich habe jetzt irgendwie Angst gehabt, dass das nichts wird, aber es schaut eigentlich gut aus. Es gibt auch nur noch ganz wenig Spieler. Der Teufel, das ist aber ein ziemlich böser Name, ich glaube. Von dem haben wir ein bisschen Respekt. Also ich hoffe, dass er mich jetzt nicht zerstören wird. Ich glaube, das ist er dort vorne auch schon. Da gehen wir auf jeden Fall mal hin. So, dann machen wir es so. Und geben den bei Hits. Ich glaube, den dürfen wir bekommen. Der hat jetzt so viele Hits bekommen. Ja, sehr schön. Das war aber nicht der Teufel, das war wer anders. Aber das ist auch kein Problem für uns. So. Da liegen noch ganz viele Sachen. Ich weiß nicht einmal, ob wir die brauchen, weil eigentlich waren das bisher schon so gute Sachen. Er ist, glaube ich, ein bisschen geblendet, wenn ich das jetzt richtig. Aber wir haben ihn sehr gute Hints bekommen und wir haben ihn sehr schön. Ich glaube, wir können das schaffen und mit einem kräftigen Törödern, also wir machen dann einen Kampfschrei, dann dürfen wir das wirklich, eigentlich müssen wir das schaffen. So, Törö und drauf da. Oh Gott, Oh, die Hits waren sehr schön. Chichi und Törö. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, war mal ein bisschen was anderes, war jetzt mal ein anderes Spielmodus. Schreibt mir gerne mal neue Spielmodi in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Danke fürs Zuschauen, ich verabschiede mich mit einem kräftigen Tö.